böser Besuch kommt, sage ich mal, der schraubt eine Dose auf, tut dann das Fenster vom Esszimmer brücken und, ja, und steigt dann halt abends ein. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Beitrag, wo es um das Thema Sicherheit geht, um das Thema Alarmanlage geht. Ihr seht ja, wir haben jetzt hier schon mal eine Alarmanlage für euch aufgebaut. Hier ist ein Signalgeber. Und was ich hier noch habe, das kennt ihr aus dem vergangenen Beitrag, den sogenannten RFID-Token. Lesereinheit brauchen wir euch nicht zeigen, haben wir euch verschiedene gezeigt. Herbert, was wir hier haben, ist eine, kann man ja jetzt sagen auch, ne, das ist eine Telenot-Alarmanlage. Ein Einbruchmeldesystem. Eine Einbruchmeldeanlage, ja. Einbruchmeldeanlage in Fachsprache. Vielleicht für euch, wer den Herbert noch nicht kennt, wir arbeiten dann zusammen, wenn es um solche Integration solcher Themen geht, wo es um das Thema Einbruchsicherheit geht, Einbruchschutz, Einbruchprävention und natürlich auch, wann spielt das eine Rolle? Das ist eben dann speziell, wenn ich jetzt vielleicht Gemälde habe, vielleicht habe ich spezielle Fahrzeuge, so als Anwendungsfall. Ja, aber genau, Personenschutz, genau. Und anderem auch. Oder? Ja. So, Herbert, jetzt mal die Frage an dich. Das ist jetzt die neueste von Telenot, die neueste Einbruchmeldezentrale. Genau, das ist die ganz neue Hyplex-Zentrale von der Firma Telenot, die wir in dieser Form auch wieder in den KNX integrieren können, mit einem speziellen Gateway. Ja, im Prinzip ist es ähnlich funktional wie die Complex 400, hat auch die gleichen Zulassungen. Es sind noch ein paar Sachen hinzugekommen, wie jetzt eine zeitgesteuerte Zutrittskontrolle oder ich kann generell über Zeiten bestimmte Funktionen auslösen, das ist jetzt neu hinzugekommen. Konnten wir bis jetzt auch, ja, genau, mit ein bisschen Tricksen, genau. Wir haben dann in der Regel vom KNX die Zeiten bekommen, wann wir was machen sollen. Also haben wir den KNX quasi als Zeitgeber missbraucht. Was nach wie vor eine schöne Lösung ist, ne? Ja, weil es über die Oberfläche machbar ist. Also über die KNX-Oberflächen ist es dann halt so mir recht angenehm. Hier ist es halt so, bei der Alarmzentrale muss ich es halt über die Alarmzentrale programmieren. Also es ist jetzt nicht ohne weiteres möglich für den Endkunden. Da ist vielleicht die KNX-Lösung sogar auch für diese Hyplex wahrscheinlich die schönere Lösung. Das würde ich denken. Ja. Ja, weil, also vielleicht für euch zur Erklärung, die hat jetzt das Display hier vorne integriert. Ne, was, wir haben euch ja auch schon gezeigt, das war die Complex 400H, die es ja schon gefühlt seit 100 Jahren gibt. Ist schon seit langem auf dem Markt. Ja. Und da sieht es einfach so aus, man kann jetzt hier an dem Display würde ich jetzt keinem Kunden sagen, du kannst da selber was einstellen. Ja, also das Display an einer Alarmzentrale, das ist dann sinnvoll, wenn ich jetzt einen Ausfall vom KNX-System habe oder auch einen Stromausfall, wenn ich über diese eigentliche KNX-Visualisierung nichts mehr sehen kann oder nichts mehr steuern kann, dann habe ich immer noch die Möglichkeit an einer Alarmzentrale selber, weil wir ja stromunabhängig arbeiten, zumindest vom Hauptstrom unabhängig sind. Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, hier Funktionen abzulesen oder zu steuern. So, also ich sage es mal, du arbeitest stromunabhängig, ne? Weil wir sind ja meistens immer eine Einheit. Warum, wie geht denn das eigentlich? Was haben wir? Das heißt, hier ist ein Akku drin. Ja, genau. Ich habe jetzt da auch mal zwei so Akkus mitgebracht oder hier zum Herzeigen. Es ist so, dass wir mir eine bestimmte Überbrückungszeit haben müssen bei der Alarmanlage. Sag mal, das ist von 60 bis 72 Stunden, je nachdem, wie die Anforderung ist. Und entsprechend der angeschlossenen Bauteile rechnen wir dann halt den Stromverbrauch aus und können dann die Überbrückungszeit ausrechnen. Und dann legen wir fest, welche Akkus wir einbauen. Also hier zum Beispiel unser großer ist ein 12 Amperestunden Akku, das ist ein bisschen kleinerer, mit 7 Amperestunden. Jeweils mit 12 Volt und die sind dann in der Zentrale mit eingebaut. Jetzt würde gleich meine Frage kommen, wenn ich jetzt hier von dem Akku mit 7 Amperestunden ausgehe, was habe ich hier für einen Ruhestromverbrauch?
Das ist, kann man nicht pauschal sagen, weil wir immer abhängig sind, wie viele Lesegeräte sind angeschlossen, wie viele Bewegungsmelder sind angeschlossen, wie viele Rauchmelder oder generell Komponenten, und dann können wir erst sagen, wie viel Ruhestrom wir haben. Das müssen wir auch messen. Also das müssen wir ausrechnen und dann nochmal per Messen bestätigen. Genau. Genau. Und das ist ja richtig ein fetter Akku hier, ne? 12 Ampere Stunden, da geht schon was. Ja, wenn man da so ein Haus hat mit einigen Bewegungsmeldern oder Rauchmeldern, also die größeren Häuser oder größere Gewerbeobjekte, da sind ja teilweise 2 bis 4 Stück drinnen. Jetzt könnte natürlich von euch die Frage kommen, warum haben wir eine eigene Stromversorgung? Das ist ganz einfach, ne? Weil ansonsten, ich kann ja ein Haus, in dem ich einfach die Stromversorgung habe, könnte ich jetzt theoretisch oder praktisch auch lahmlegen. Ja, genau. Und dann ist gar nichts mehr. Dann ist nichts mehr mit Einbruchschutz oder Personenschutz. Dort ist halt vorbei. Und um das auszuschließen, drum hier die separate Zentrale, wo auch wirklich alle sicherheitsrelevanten Bauteile hier über diese Zentrale versorgt werden und dann die Daten erst im Anschluss an euch übergeben werden, dann kann nichts. So, und was hier noch separat ist, ne, muss man auch dazu sagen, ich zeige jetzt euch mal hier eine Platine. Das ist die GSM-Platine. Die können wir vielleicht nochmal reinschauen. Mhm. Wir hängen jetzt ja gar nicht an dem ganz normalen Netzwerk oder Internet. Die Alarmzentrale funktioniert über ein separates GSM-Modul und wird dort, also Einbruchmeldezentrale, über diese Platine funktioniert der Kontakt mit dem Wachdienst oder der Polizei. Genau. Wie du gesagt hast, wir haben hier innen die eigentliche Alarmzentrale und diese Platine ist das Übertragungsgerät, also wir bezeichnen das als Übertragungsgerät, wo wir den Sicherheitsdienst informieren, wenn jetzt irgendwas passiert ist. Das geschieht erstmals über IP und als Ersatzweg, haben wir immer einen Ersatzweg, weil bei Stromausfall ist auch in der Regel der Router und das Internet weg, genau. Haben wir immer noch die Möglichkeit, über GSM dem Sicherheitsdienst Bescheid zu sagen, wenn irgendwas passiert ist oder Überfall getätigt wird. Und genau, darum empfehlen wir immer, die Übertragungswege parallel zu machen oder 2 Übertragungswege zu machen, dann halt mal keinen Stress, wenn das mal Stromausfall ist. Was wir noch besonders haben, sind die Fenster- und Türkontakte oder hauptsächlich Fensterkontakte. Vielleicht kennt es auch einige von euch, das sind die ganz speziellen, ne, von Telenor. Ja, genau. Sind eigentlich so, ja, in der Alarmtechnik generell so verbreitet. Also Alarmtechnik arbeiten wir mit LSA Plus oder mit Lötkontakten. Also wir nehmen in der Alarmtechnik keine Vakuumklemmen her. Das wird alles, hier sind spezielle Federklemmen eingebaut, das ist noch relativ neu. Ist schon höherer Komfort auch für uns, wie das Löten. Hier bei den Fensterkontakten ist es ähnlich oder bei den Verteilerdosen LSA Plus oder Löten. Was auch wichtig ist, wir haben jetzt hier einen Sabotageschutz. Ja, genau. Also man kann jetzt, also immer wieder das Thema Einbruchschutz, wenn jetzt jemand weiß, wo diese Dosen stecken, dass er da irgendwo ein Kabel kappen kann, ne? Oder überhaupt. Oder brücken kann, genau. Also es könnte ja theoretisch jemand sich, ja, auch bei unscharfer Anlage sich da zu schaffen machen, ein böser Besuch kommt, sage ich mal, der schraubt eine Dose auf, tut dann das Fenster vom Esszimmer brücken und, ja, und steigt dann halt abends ein. Genau. Haben wir auch schon gehabt, also wir haben auch schon die Fälle gehabt, dass eben Firmen das vorher ausgekundschaftet haben, Umzugsfirmen, und dann anschließend in die Häuser reingegangen sind, unerwünschterweise. Bestimmte Mitarbeiter. Ja, und das können wir ja alles vermeiden, und das jetzt mal hier war die neue Telenot Hyplex Einbruchmeldezentrale, Herbert. Einbruchmeldezentrale, du lernst das noch. Also für euch zur Erklärung, wir haben ja jetzt immer mit der Integration des Alarmsystems zu tun. In der Regel ist es ja so, der Herbert macht das gesamte Sicherheitskonzept, wie es halt auch von der Ausführung jetzt gewünscht ist. Wir kümmern uns um den Teil, alles was im Gebäude sich abspielt. Und ja, also wir sind eigentlich auch in einem Zeitalter, wo man gar nicht mehr alles aus einer Hand sowieso mehr machen kann. Ne? Das muss man immer wieder sehen. Also das Thema KNX, das Thema DALI, das Thema Netzwerk, ne? Das ist alles, was wir so im Innenbereich haben. Licht haben wir noch, wir haben Multiroom-Audio. So, und jetzt
bist du ganz stark gefragt, wenn es darum geht, dass wir so ein, vielleicht ist es ein größeres Gebäude, richtig sicher machen. Ja, genau. Dafür haben wir uns da spezialisiert. Also wir kümmern uns um solche Objekte, wo eben eine erhöhte Sicherheitsanforderung ist, also sprich Alarmtechnik oder Videotechnik, und machen dann entsprechende Konzepte, sodass da im Idealfall nichts schief läuft. Hundertprozentige Sicherheit gibt es vermutlich nicht, aber man kann das Bestmögliche tun, um die Leute oder um die Objekte zu schützen. Mhm. Ja, wenn das Ganze euch gefallen hat, Vorstellung von der neuen Alarmzentrale, Einbruchmeldezentrale, dann freuen wir uns auf einen Daumen, dann freuen wir uns auf ein Abo, und beim nächsten Mal geht es weiter, also beim nächsten Thema Sicherheit. Da, ich glaube, da beschäftigen wir uns mit den Kameras. Mhm, genau, da kann ich ein bisschen was über die Kameras erzählen. Ja, ist mit Sicherheit da. Und auch ein bisschen was zeigen. Ja, natürlich. In diesem Sinne, tschüss. Ciao.